aufmerksame Zuschauer, die wissen wollen, was mit dieser Box auf sich hat, denen muss ich sagen, ihr müsst euch noch eine Woche gedulden. Der Markus hier von Camp Your Life. Heute geht es um die Fahrzeugbatterie, nicht um die Aufbaubatterie. Warum? Weil in meinen Augen wird die Fahrzeugbatterie ein bisschen vernachlässigt. Wir gucken immer, dass wir unsere Bordbatterie voll haben, über Solar, über Landstrom, wie wir die auch immer vollladen wollen. Aber in meinen Augen wird die Fahrzeugbatterie ein bisschen vernachlässigt. In den neueren Fahrzeugen, also Wohnmobile, ist es so, dass die eine intelligente Bordtechnik drin haben. Das heißt, die merken, okay, die Aufbaubatterien sind voll und dann schalten die um und dann wird dann die Fahrzeugbatterie geladen. Das ist aber nicht bei allen Fahrzeugen der Fall und generell nicht bei Zugfahrzeugen. Und da möchte ich euch heute einfach mal meine Lösung zeigen, wie einfach ihr euch dabei helfen könnt, wie ihr eure Fahrzeugbatterie immer bei Laune haltet. Hier ist meine Lösung für die Fahrzeugbatterie. Das ist ein ganz kleines Solarpanel, 5 Watt. Erzähle ich euch auch nachher nochmal mehr dazu, warum ich mich für diese 5 Watt entschieden habe. Gibt es auch nochmal in 10 Watt. Allerdings ist die dann natürlich größer, aber zeige ich euch dann nachher warum. Und dieses Panel könnt ihr einfach hier vorne in die Windschutzscheibe reinlegen oder ihr könnt es auch, was weiß ich, wenn ihr das Fenster aufmacht, könnt ihr sie einfach hier oben aufs Dach drauflegen. Ihr könnt sie in die Dachluke, also in das Schiebedach. Das hat folgenden Vorteil, wenn die Sonne marschiert, also wenn sie rumläuft, habt ihr dann natürlich hier vorne weniger Ausbeute, als wenn ihr sie dann hier oben ins Schiebedach legt oder aufs Dach oben drauf. Und es gibt aber noch ein Problem, was wir hatten oder was ich hatte, was ich dann gelöst habe, komme ich gleich zu. Und zwar könnt ihr, hier habt ihr einen 12-Volt-Stecker, kennt jeder, Zigarettenanzünder. Und ihr könnt so das Solarpanel da vorne reinlegen, könnt über den 12-Volt-Stecker bei euch die Fahrzeugbatterie laden. So, und jetzt kommt das Problem. Nicht alle Hersteller haben eine Dauerplusleitung hingelegt. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich die Zündung ausmache, dann ist auch meine 12-Volt-Steckdose tot. Und wir hatten ein Wohnmobil, Baujahr 2019, und da war das so, genauso wie ich jetzt gerade geschildert habe. Das heißt, ihr habt die Zündung ausgemacht und die 12-Volt-Steckdose war tot. Also müssten wir theoretisch immer die Zündung anmachen, um euer Fahrzeug über die 12-Volt-Steckdose zu laden. Dann gibt es hier noch, übrigens ist das hier keine Werbung, was ich hier mache. Das ist nur meine reine Überzeugung. Nur so viel vorneweg. Dann gibt es hier vom Hersteller noch diese, kennt jeder, die Krokodilklemmen, die ihr ganz normal an eure Klemmen vorne befestigt und dann könntet ihr das direkt über das Solarmodul vorne laden. Das war mir aber auch irgendwie nichts, weil da müssen wir ja vorne die Motorhaube aufhaben und irgendwie war das blöd. Und da habe ich mir was einfallen lassen und da bin ich auf die Idee gekommen und habe gedacht, wir haben doch alle im Fahrzeug ein OBD2-Stecker. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist euer Diagnosestecker. Der ist meistens hier vorne unten in der Ecke drin, wo die Werkstatt das Auslesegerät reinsteckt und eure Fehler quasi auslässt, wenn ihr ein Problem habt. Und dieser Stecker, der ist mit Dauerplus versehen, auch wenn die Zündung aus ist. Das heißt, ich habe mir dann, recherchiert im Internet und siehe da, ich habe einen Adapter gefunden, der sieht so aus. Das heißt, hier OPD auf 12-Volt-Stecker. So, und jetzt bin ich in der Lage, vorne die Motorhaube zuzulassen und einfach die Zündung ausmachen und kann das Solarpanel hier vorne reinlegen, mach den Adapter dran, steck den in den OBD2-Stecker und siehe da, die Fahrzeugbatterie wird geladen. Also das hat mich wirklich richtig gefreut, dass das so funktioniert hat, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert.
Ihr habt gesehen, wie schnell und einfach diese ganze Geschichte hier zu installieren ist. Also es ist kein großes Hexenwerk. Ihr kommt an eurem Campingplatz oder ihr könnt das auch in eurem Privat-PKW logischerweise nutzen, ja? Wenn ihr da eure Probleme mit der Batterie habt oder ihr wollt keine Probleme mit der Batterie bekommen. So muss ich es eigentlich sagen. Übrigens, ich werde euch unten in der Videobeschreibung die ganzen Artikel verlinken, so wie ihr das gewohnt seid. Und wer Lust hat, kann gerne mal vorbeischauen. Ihr kommt an mit eurem Fahrzeug. Legt dieses Panel vorne hin und schließt euren OBD2-Stecker an. Fertig, das war's. Anders könnt ihr es natürlich auch machen. Diejenigen, bei denen die 12-Volt-Steckdose nicht abgeschaltet wird bei ausgeschalteter Zündung, dann könnt ihr das natürlich direkt über den Zigarettenanzünder machen und könnt auch so laden. Und habt nochmal die dritte Option, wenn ihr diese Krokodilklemmen hier verwenden wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, aber das finde ich eigentlich so die unkomfortabelste Lösung, deswegen kommt das für mich jetzt nicht in Frage, war aber dabei, also ja, nur so viel dazu. Ja, das soll es von mir wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch bitte gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag, 18 Uhr. Und bis dahin, Camp Your Life!